Herzlich willkommen zum dritten Tag der Wiggy-Zeit, beziehungsweise der dem letzten Tag mit einer deutschen Session hier. Ich grüße jetzt Stemme, Christian Erdinger und Eva Kreisler. Wir wollen heute über Datenimport sprechen und haben dafür erstmal einen schönen Use Case mit der Datenlaube. Das Projekt von Jens und Philippe sind zusammen. Jens arbeitet bei der Sub Dresden und dem Regionalportal Saxorum und beschäftigt sich auch schon länger mit Wikidata. Außerdem war er letztes Jahr im Fellow-Programm Freies Wissen von Wikimedia. Ich sag mal, fang an. Du musst noch deinen Bildschirm freigeben, ne? Ja, das stimmt, mache ich. Okay, ja, schönen guten Tag. Jens Blemmer aus Dresden. Ich habe die Ehre, die Freude und das Vergnügen, kurz etwas über die ein Projekt, das ich mit Christian Erlinger, der kurz nach mir sprechen wird, seit einem guten anderthalb Jahren jetzt betreibe. Die Datenlaube ist kurz gesagt nichts anderes, als dass wir versuchen, beziehungsweise ich würde fast sagen erfolgreich versuchen, die Wikisource, beziehungsweise ein Teil von Wikisource, also dem deutschen Portal Wikisource, in Wikidata zu erschließen, formal und sachlich, inhaltlich, über Schlagworte. Und das Ganze hat jetzt nicht nur wegen Wikidata, sondern auch, weil die Texte sich aufeinander beziehen, letztlich dann auch mit Wikisite zu tun. Und deswegen sind wir heute hier. Ich werde kurz später, also im zweiten Teil, ein paar Queries vorstellen, um mal zu illustrieren, was die Gartenlaube bzw. die Datenlaube mit Wikisite zu tun haben kann. Dazu später. Kurz zur Gartenlaube. Wer oder was ist das? Die Gartenlaube ist, so sagt man, die deutsche Illustrierte im 19. Jahrhundert, also das erste große Familienmassenblatt, sogenannte Massenblatt. Also das wurde in großen Teilen der Bevölkerung gelesen. Gegründet 1853 in Leipzig und gab es bis ins 20. Jahrhundert rein. Transkribiert in der Wikisource werden die Jahrgänge von 1853 bis 1899. Da ist erstmal Schluss. Das Projekt ist auch groß genug damit, aber irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wird man sicherlich dann auch nochmal in die späteren Jahrgänge gucken. Projektstand ist circa, ich muss jetzt raten, aber circa 60% der Texte sind inzwischen im weitesten Sinne transkribiert und im Vier-Augen-Prinzip korrigiert die Texte. In der Wikisource sieht das dann so aus. Das ist hier der Überblick der Inhaltsverzeichnisse von 1853 bis 1899. Und mit Christian Erlinger sind wir seit einem anderthalb Jahren dabei, für jeden einzelnen Artikel, ich kann ja mal reinklicken, Beispiel 1853, Inhaltsverzeichnis, das sieht dann so aus, für jeden einzelnen dieser dort blau verlinkten Wikisource-Artikel gibt es im Idealfall, daran arbeiten wir mit anderen, Katalogkarte in Wikidata, die die Metadaten dieses Artikels enthält. Und in diesen Metadaten, wir klicken hier mal rein, aber das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für Wikisite. So sieht das aus. Ein Datenobjekt für den Artikel auch die Diebsfänger von 1853 in der vierten Nummer. Da haben wir die Main Subjects, also die Sacherschließung und eben viele Aspekte, also Aussagen über diesen Artikel, was dann die Formalerschließung ausmacht. Und wenn wir jetzt hier ein Zitat hätten, vorher erschienenen Artikels ist schwierig bei Heft 4, 1853, aber in späteren Jahren werden immer wieder auch Verweise auf ältere Ausgaben gegeben und an der Stelle setzen wir dann in den Datenobjekten die Aussage cited, sodass man Zitationsnetze bauen kann, welche Artikel, welche anderen Gartenlaube-Artikel zitieren. Und ein sehr schönes Beispiel, das wir vor einem Dreivierteljahr entdeckt haben, für Zitationen, ist der gute Professor Karl-Ernst Bock aus Leipzig. Professor für, jetzt muss ich fast nochmal mich konzentrieren, für Anatomie
Und das Schöne an Karl Ernst Bock ist, der hat jahrelang einen Gesundheitsratgeber geschrieben, also ab 1853, lange Liste. Und wir haben diese Liste komplett sacherschlossen und die Zitationen eingetragen. Also es fehlen noch ein paar, die müssen noch korrigiert werden, aber die Liste ist schon ziemlich umfangreich. Und ja, angelehnt an seinen Namen nennen wir das Zitationsnetzwerk, das sogenannte Bocknetz, das eben aus dem Statement Cited in sich zusammensetzt. Ich klicke hier mal drauf. Ich habe hier den Preview-Tweet von gestern. Da sind die anderen Queries auch mit drin. Also einfach mal gucken. Und wenn man dann auf das Bocknetz klickt, jetzt, dann braucht das einen Moment, weil das ist eine etwas größere Datenmenge. Und das Schöne ist bei Wikidata-Queries, die sind schön dynamisch. Also das ist jetzt hier nicht nur ein Bild, was irgendwie dann starr ist, sondern man kann da, das ist was so wie so ein Wimmelbild. Man kann da gucken und sich begeistern lassen. Und das ist halt alles Bock. Alles, was wir jetzt hier sehen, hat Bock irgendwie mal geschrieben und dann wiederum sich erinnert bei einem späteren Text, dass er an anderer Stelle in der Gartenlaube dazu schon mal was gebracht hat. Genau, das ist Karl Ernst Bock. Einfach mal ausprobieren, quer gucken. Man kommt dann auch in die Überschriften. Einfach mal quer, also letztlich ist das Schöne an diesem Bocknetz, dass das im Idealfall Neugier weckt, mal in die Artikel zu gucken, entweder mitzuhelfen oder einfach mal quer zu lesen und sich den ein oder anderen Gesundheitstipp abzuholen, so man das will. Wir springen kurz zu den anderen. Ich wollte drei Beispiele zeigen. Man kann so ein Zitationsnetz natürlich auch bauen für alle bisher erschlossenen Gartenlaube-Artikel insgesamt. Das sind laut Query circa, weil da stecken vielleicht auch ein paar Serienübersichtsseiten drin, aber das sind circa 14.000 bislang in Wikidata erschlossene Gartenlaube-Artikel. Und das Bild sieht dort komplett anders aus als im Bocknetz. Das dauert ein bisschen länger, weil die Datenmenge ist größer. Kleinen Moment. Wikisite für alle Gartenlaube-Artikel sehen Sie in 3, 2, 1 noch nicht. Da kommt's. Ich will jetzt gar nicht hier viel dran ruminterpretieren, aber das ist im Grunde das Zitationsnetz. Wir sehen die weit große Zahl der Wikisource Gartenlaube-Artikel im Außenring. Also das werden alles Artikel sein, die in keinerlei Beziehung über ein Zitat zu anderen Artikeln stehen. Aber wir haben dann eben im Kern als Füllmasse all die kleinen und großen Zitationsnetze von Artikeln, die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Einfach mal dann auch in den Sparkle-Code der Abfrage gucken. Christian hat sie mir kurz erklärt gestern, so komplex ist es nicht. Und als drittes Beispiel, weil das so ein bisschen unser Running Gag ist in dem Projekt, ist das Thema Bier. Viel übersichtlicher, weil es ist, sind zwar nicht wenige Artikel, die sich mit Bier befassen in der Gartenlaube, aber es sind jetzt auch nicht übermäßig viele. Und daran sieht man ganz gut, es gibt zwei Artikel, die in irgendeiner Form Zitationen aufweisen und der Rest steht für sich allein. Auch hier einfach mal in die Sparkle-Abfrage gucken und dort kann man thematisch, das ist das Schöne ja an den Abfragen, einfach reingehen und auch die Themen, die man da abfragt, kann man verändern. Das heißt, man muss natürlich nicht nur nach Bier fragen. Ein schönes Thema in der Gartenlaube ist Kaffee. Artikel über Kaffee oder über Tee, aber es gibt natürlich 1 Million andere Themen, die so eine Illustrierte mitbringen, von Jagd über Reiseberichte, Kriegsberichterstattung aus dem Französischen Krieg. Also in der Gartenlaube findet man alles, weil es war eine Illustrierte und die hat Maßstäbe gesetzt für alle Jahrhunderte, die danach kamen. So, das in aller Kürze. Noch ein bisschen Werbung für das Projekt, weil wir können das hier letztlich nur anreißen, was wir so Tag ein, Tag aus machen für und mit der Gartenlaube und der Datenlaube. Es gibt in Wikisource noch die Seite Wikisource Wikidata. Dort sammeln wir längst nicht vollständig, aber doch immer mal wieder Queries und andere
Themen rund um das Projekt Die Datenlaube. Und es gibt einen Blog, den wir hin und wieder füllen als Projektblog Die Datenlaube auf GitHub. Dort gibt es auch eine Softwaresammlung von Christian, mit der er die wir hoffentlich aktuell halten. Und das wäre aus meiner Sicht im Grunde schon mein Beitrag. Insofern, Christian, jetzt bist du am Zug. Ja, vielen Dank. Ich denke, Fragen sammeln wir erstmal im Etherpad und machen dann in einer halben Stunde eine gesammelte Runde. Genau, also jetzt Christian, du müsstest auch deinen Bildschirm freigeben, dann kann ich den da einblenden. Also Christian ist auch, arbeitet auch in der Bibliothek bei den Büchereien Wien, ist schon lange bei Wikidata, hat sich anstecken lassen wie wir von der Begeisterung und hat auch schon Wikidata-Einführungen gegeben, also kennt sich gut aus. So, bitte sehr. Ja, hallo von meiner Seite, herzlich willkommen zu dieser Wikisite, zum letzten Tag der Wikisite 2020. Was ich kurz zeigen möchte, ich wechsle noch einmal den Bildschirm. Import und Anreicherung bibliografischer Daten von OAI-Schnittstellen mit freier Software. Sozusagen, wer gestern zugehört hat und mitverfolgt hat, aufmerksam. Es ist ein bisschen das, was ich herzeigen möchte, ähnlich dem, was Philipp Zumstein gestern gezeigt hat, nur quasi auf einer anderen, man könnte sagen, auf einem anderen Maßstab, einem anderen Skalenniveau, während Zotero Import irgendwie den Artikel als Grundlage hat, den einzelnen Artikel als Grundlage für den Import hat, möchte ich relativ einfache Möglichkeiten zeigen, wie man quasi gleich ganze Zeitschriften oder ganze Repositorien angreifen kann, die dann etwas herrichtet, bearbeitet und dann mit der ähnlichen Methodik, mit Quick Statements, nach Wikidata bringt. Wir haben hier irgendwo eine Schnittstelle, in meinem Fall sind es immer OAI-Schnittstellen, die man angreift und die mit einem Jupyter Notebook, das ist also eine Python-Scripting-Umgebung, mit der man sehr einfach für diesen Zweck eigentlich relativ einfach und rasch Programme herstellen kann, die Daten zusammensammeln, extrahieren, etwas bereinigen und irgendwo anders hin weiterschreiben. Und die Jupyter Notebooks haben irgendwie auch den Vorteil, dass man die Dokumentation sehr günstig integrieren kann, sehr sozusagen ist alles sich für den Austausch und für die Dokumentation wirklich hervorragend eignet. Dieses Datenergebnis schicke ich dann nach OpenRefine, das ein wunderbares Tool ist, um Daten für Wikidata-Import herzurichten, zu verlinken. Und wenn das dann fertig ist und passt, dann kommen die Daten, die bibliografischen Daten einer Zeitschrift oder eines ganzen Repositoriums nach Wikidata. Dieses Jupyter Notebook holt sich aus der Schnittstelle die notwendigen Metadaten, Titel der Publikation, Autorinnen, eventuell Identifier wie Org-ID, Stichworte, Artikelidentifikatoren, DOI, UN, Volltext, URLs und dann noch formale Angaben, Band, Heftnummer, Seitenzahlen, Publikationsdatum, alles, was man da so findet und schreibt das in eine JSON-Datei, die nach OpenRefine kommt. Und in OpenRefine kann man hier, da hat man die Möglichkeit, diese Datensätze zu filtern. Wenn man große OAI-Sets abfragt, dann sind die innerhalb noch oft sehr gut strukturiert. Man kann hier unpassende Datensätze eliminieren oder ausfiltern. Man kann neue Felder anlegen, aus mehrsprachige Beschreibungstexte anlegen. Man kann die Autorinnen disambiguieren und gegen Wikidata verlinken. Reconciliation ist das Zauberwort hier im Kontext von OpenRefine. Das kann man für die Autorinnen machen, das kann man für die Schlagwörter machen, also für die Stichworte oder freien Schlagwörter, die hier aus der Schnittstelle geliefert werden. Man kann hier Artikel quasi im Sinne eines Dublettenchecks nochmal unter dem Reconciliation-Durchlauf von OpenRefine einsetzen. Und man kann mit diesem OpenRefine Wikidata Schema-Editor relativ intuitiv ein Datenmodell für den Wikidata-Import zusammenbasteln und dann nach Wikidata schreiben die Daten. So, wie schaut das Ganze aus? Ich wechsle jetzt nochmal meinen Bildschirm und suche mir
Seite suche mir das Ganze aus. So, ich habe hier mein Python Notebook, das hergerichtet ist, um OAI-Schnittstellen abzufragen. Ich starte das Ganze jetzt einmal. Python Notebooks sind insofern auch praktisch, man kann kleine Inputfelder aufsetzen, die irgendwie variable Werte abfragen. Ich habe mir heute vorgenommen, ein neues Open Access Journal, ein Wiener Open Access Journal, das heißt Wiener Digitale Revue, ist ein Digital Humanities Literaturwissenschafts Journal, Open Access, und das möchte ich heute nach Wikidata schaufeln. Ich nehme mir hier die Schnittstelle, die Adresse der OAI-Schnittstelle dieses Journals, kopiere das hier rein. Man könnte hier gleich ein spezifisches OAI-Set, also die Abfrage einschränken, das lassen wir aber weg. Sag, wie der Datei-Output benannt werden möchte, und dann startet der Abgriff der Schnittstelle. Hier wird auch gleich mittels Identifier, DOI oder UN, was halt hergegeben wird, ein Duplettencheck durchgeführt, ob dieser Datensatz in Wikidata schon vorhanden ist, und je nachdem wird mir dann ausgegeben, das gehört nach Wikidata oder dieser Datensatz befindet sich schon in Wikidata. Sozusagen ein erster Duplettencheck wird hier schon durchgeführt. Da das erste Heft ist dieser Zeitschrift, war dieser Durchlauf jetzt auch relativ rasch fertig. Und wir können jetzt schon nach OpenRefine wechseln. In OpenRefine lässt sich dann dieses JSON-File, das ich bekommen habe, einfach einspielen. Bei JSON-Importe fragt OpenRefine dann, vor allem wenn es JSON-Arrays sind, wo an welcher Stelle sich quasi ein Datensatz befindet. Das kann man hier dann angeben. Mit diesem rot strichlierten Rahmen wird es dargestellt, und dann bekommt man die tabellarische Übersicht meines Datensatzes. Man kann den ganzen Projekt nehmen und dann in OpenRefine reinladen. Jetzt haben wir da 20 Datensätze knapp, die eben verschiedene Felder. Ich weiß, das ist, glaube ich, oft bei diesem Screening hier oft sehr schlecht wohl sichtbar, weil OpenRefine so klein ist. Natürlich, naturgemäß durch viele Datenfelder und Spalten, die wir hier haben. Wir haben hier verschiedene Felder, die halt uns abgezogen werden. UN ist in dem Fall nicht vorhanden, DOI, Datum. Der Titel, der wird oft auch zweisprachig ausgeliefert, wie soll herkommen, in unserem Fall Deutsch und Englisch aus der Schnittstelle. Wir haben einen Volltext-Link. Wir haben hier diese formale Angabe mit Heft, Publikationsdatum, Fundstelle. Das ist etwas, was sozusagen ein Knackpunkt bei dieser ganzen Angelegenheit auch ist. Wir haben hier verschiedene Schlagworte, Autorinnen etc. etc. Was wir jetzt für den endgültigen Import nach Wikidata brauchen, sind noch einige Bearbeitungsschritte. Einer zum Beispiel wäre, die Autorinnen zu disambiguieren und auch mit dem entsprechenden, sofern vorhandenen, Wikidata-Item zu matchen. Und das können wir hier mal probieren. Wir holen den Reconciliation Service von Wikidata, sagen mal Cancel. Wir haben etwas aber vergessen. Die OGS-OAI-Schnittstelle liefert uns auch, man sieht es hier im dritten Datensatz, auch die Org-ID, sofern vorhanden, von der Autorin mit. Und die können wir bei dieser Reconciliation gleich als zusätzlichen Parameter, zusätzlich zum Namen, verwenden. Die Org-ID kommt aber hier als URL. Das würde bei der Reconciliation nicht funktionieren, da dort nur der ID-Wert gespeichert ist. Diese URL in Wikidata setzt sich dann aus dem hinterlegten Format der URL in der Property zusammen. Deswegen machen wir noch einen kleinen Bearbeitungsschritt. Entfernen dieses Präfix sozusagen. Haben wir die rein und starten jetzt noch einmal den Reconciliation Service für die Autorinnen. Wir haben hier, der erkennt schon, um welchen Typ es sich handelt. Das sind eigentlich alles Menschen noch. Und wählen hier aus, dass wir dieses Org-ID-Feld auch gegen das Org-ID-Feld in Wikidata
zusätzlich noch zur Reconciliation verwenden wollen und starten das Ganze. Diesen Vorgang können wir dann wiederholen bei den Schlagwörtern. Man kann diesen Reconciliation-Vorgang, wie gesagt, auch noch für das Titelfeld oder beispielsweise verwenden, um noch einen zweiten Dupletten-Check irgendwie anzuschieben, sofern der erste Dupletten-Check fand ja schon beim Python-Script statt mit Identifier, DOI oder OEN. Möglicherweise ist dieser Artikel in Wikidata aber ohne Identifier schon drinnen. Dann kann man das hier noch einmal durchführen. Und was wir auch noch brauchen, wäre die Zerlegung dieses Strings hier, quasi die Fundstelle des Ganzen, Nummer, Publikationsjahr, eventuell Seitenzahl, wenn es vorhanden. Das kommt leider bei OJS, OAI-Schnittstellen wird das nicht strukturiert erfasst oder strukturiert ausgegeben. Das heißt, um das aber in strukturiert Einzelfelder zu bringen, muss man das zerlegen und dieser String schaut bei jeder Zeitschrift naturgemäß etwas anders aus und das ist sozusagen der einzige Konfigurationsschritt, den man im Python-Skript oder hier hinterher dann auch bei einer Bearbeitung OpenRefine durchführen muss, dass man mit regulären Ausdrücken hier die entsprechenden Werte sich rauskitzelt. Zeigt es jetzt nur für eins noch her, ist auch ein falsches Wert. Wir wollen hier eine neue Spalte hinzufügen. Und ich habe da schon was vorbereitet, wie das ausschauen kann. Beispielsweise wollen wir hier die Heftangabe, die Heftnummer isolieren aus diesem String mit einem kleinen Python-Skript, das man hier in OpenRefine direkt rein tippen kann und verwenden kann. Bekommt man hier die Heftnummer ergänzt. Was auch sehr cool ist oder noch notwendig wäre, man hat hier, Sie sehen, das sind lauter Artikel mit einem, aber da gibt es zum Beispiel schon ein, das ist vielleicht ein ungünstiges Beispiel, den wollen wir eh nicht, aber angenommen, das ist das Editorial, das haben wir dann eh raus, hätte aber mehrere Autorinnen, die könnte man mit einer Nummer noch versehen, da wir annehmen können, dass die Reihenfolge der Autorinnen, die wir sie von der Schnittstelle bekommen, auch eine repräsentative Reihenfolge ist, die wir so mitbekommen. Auch das lässt sich mit OpenRefine machen, indem man hier so mit einem kleinen Trick aus Indexvariablen, die OpenRefine intern zählt, hier eine Nummerierung durchführt. Das bei diesen dass hier jetzt OpenRefine quasi bei Feldern noch 2, 3, 4 durchzählt. Wir haben hier sozusagen dieser erste Datensatz, der grau hinterlegt. Das hat mehrere Reihen, dass hier dann die Nummerierung weitergezählt wird. Das braucht uns für den Wikidata-Import nicht weiter stören, da das gar nicht mitgenommen wird, da wir keinen korrespondierenden Autorinnenwert hier stehen haben. Und verschiedene andere Bearbeitungen eben noch wie einen Beschreibungstext. Was ist das überhaupt? Zum Beispiel ein Artikel publiziert in jener Zeitschrift, kann man noch hinzufügen und so weiter und so fort. Verschiedene Bearbeitungsschritte, eben auch die Schlagwörter. Das habe ich alles schon vorbereitet in diesem OpenRefine-Fenster. Hier ist alles schon fertig hergerichtet mit Beschreibungen. Und hier habe ich auch schon das Wikidata-Schema fertig angelegt. Das ist jetzt schon fix fertig. Hier kommt die große, hier am Beginn, es schaut eben quasi ein bisschen so nachgebildet an dem Wikidata-UI von der Webseite. Man baut hier auf die Labels, welche Sprache, welches Label. Hier verwenden meistens den Titel der Publikation selbst. Man kann noch eine Beschreibung anlegen. Hier mache ich das alles dreisprachig, Deutsch, Englisch, Holländisch. Und dann die einzelnen Statements. Was ist es überhaupt? Man kann hier sozusagen fixe Werte direkt aus Wikidata reinholen. Das ist ja alles verlinkt und vernetzt. Oder eben man zieht sich Werte aus der Datentabelle heraus. So wie beispielsweise das Publication Date, haben wir irgendwo ein Feld, Publication Year ist genannt, das liegt hier, Heftnummer etc. Bei den Autorinnen noch eine Unterscheidung hier durchgeführt. Wir haben hier relativ viele Autorinnen, die ein Wikidata-Item haben. Da kann man das verlinkte Autorinnenfeld, Property 50, verwenden.
auch hier quasi noch ein Stated S mit der tatsächlich mit der dort angetroffenen Ansetzungsform verwenden, die Nummerierung hinzufügen. Aber wir haben auch einige, die kein Wikidata-Item haben. Und da kann man parallel noch dieses Außer-Name-String-Feld einfügen und vorher noch für jenen Elementen, die kein Wikidata, keine Wikidata-Reconciliation haben, die Autorinnen-Namen in ein eigenes Feld ziehen. Ich nenne das immer Außer-Not-Reconciled sozusagen und ziehe das runter. Und dann hat man hier abwechselnd die Autorinnen im richtigen Feld gleich drinnen. Und alle anderen Felder, die wir haben, bis runter zur DOI und zum Volltext-Link. Und unter Preview kann man sich dann anschauen, wie dieses Wikidata-Item ausschauen kann und ausschauen wird, wenn es hochgeladen wird. Kann man schauen, ob das gibt. Es gibt ja auch diesen Issue-Bereich, wo hier etwaige Fehler angezeigt werden. OpenRefine sagt mir, hallo, wir haben hier sehr viele, wir legen hier sehr viele Statements an, die keinerlei Beleg aufweisen. Wir haben quasi hier aber den externen Identifier der DOI zu dieser Datei, die quasi so als Meta-Referenz für diese Statements herhalten kann. Und sagt uns jetzt auch, dass hier neue Wikidata-Items angelegt werden. Wir können OpenRefine bietet die Möglichkeit, direkt nach Wikidata zu schreiben, Upload Edits to Wikidata. Das hat leider bei mir schon lange nicht mehr funktioniert, da in Wikidata man eine gewisse Obergrenze eingezogen hat an minütlich erlaubten Updates und Statements, die geschrieben werden können, damit der Sparkle Endpoint nicht zu sehr sich entfernt vom Datenstand. Aus dem Grund gelingt mir das mit OpenRefine nimmer mehr wirklich. Man kann aber hier die möglichen Bearbeitungsschritte in einen Quick Statements Export schreiben. Und das mache ich in diesem Fall. Jetzt liegt das wohl in einem anderen. Da öffnet sich dann ein Textfeld. Und ich öffne Quick Statements. Das war jetzt das Einzige, was ich nicht vorbereitet habe, vorher noch quasi in dieser Schauküche. Was ist da los? Jetzt ist es da. Ich bin aber noch nicht eingeloggt. Das wollen wir jetzt noch ausprobieren. Kurz Zugriff erlauben auf meinen User. Einen neuen Stapel. So. Ist gerade etwas langsam. Das ist natürlich ganz klar, dass das jetzt etwas langsam ist bei dieser Präsentation. Das wäre zu schön. So, da noch einmal probieren. So. Warum machst du das nicht? So. So. Ja, okay. Jetzt einen Augenblick. Ich stopp. So, wähle jetzt ein anderes Fenster aus. Zack. So. Da war es jetzt. Das ist jetzt natürlich, ja. Na gut. So, da steht jetzt, okay, jetzt steht mein User da, so, jetzt bleibt er auch da. So, da haben wir hier, okay, passt. Ja, ich hätte hier quasi ich habe jetzt aus OpenRefine meine gesamte Datenmenge, ja, jetzt schaut es gut aus, für Quick Statements vorbereitet. Man sieht ja schon, da ist alles vorbereitet, wie man es hat. Es werden 16 neue Artikel angelegt und das starte ich jetzt und das läuft jetzt durch und wir haben hier schon den ersten Artikel für die Wiener Digitale Revue angelegt in Wikidata und haben der weiteren Dinge, die da kommen. Das schaut sehr schön aus und
Damit hätte das ganz gut geklappt. Und jetzt kopiere ich mal diesen Link noch rüber. Und ganz so rasch wird jetzt die Indexierung im Spark Endpoint nicht funktionieren, als dass es jetzt auch schon ein Ergebnis zeitigt. Aber auf der Scolia-Webseite, die zur Visualisierung von bibliografischen Daten insbesondere schauen, es geht doch alles relativ rasch, haben wir jetzt hier schon quasi die Übersicht, die war vor 3 Minuten noch völlig leer von der Wiener Digitalen Revue, aber jetzt sind schon 6 Artikel drinnen. Auch welche Themen hier behandelt werden, es hat sehr ganz gut funktioniert und dann welche Autoren etc. etc. Verschiedene Dinge, die uns eben Scolia hier auf Basis auch einer ganzen Zeitschrift sozusagen ausweisen kann. Ja, das war sozusagen mein Kurzdurchlauf durch meine Toolchain, die ich hier aufgebaut habe, um OAI-Schnittstellen abzugrasen, nach Wikidata zu schaufeln. Ich mache das sehr gern für Open Access-Zeitschriften, die mit OGS gehostet sind, weil das ja auch dort sehr leicht herauszufinden. Oft sind die OAI-Schnittstellen nicht bekannt. Bei OGS-Zeitschriften ist das quasi gleichförmig und daher leicht zu erraten, wenn das nirgendwo publiziert wurde. Und da kann man einen guten Mehrwert leisten. Und mit OpenRefine hat man eben wirklich ein mächtiges Software-Tool in der Hand, um verschiedene Bearbeitungen, insbesondere eben für Importe nach Wikidata, durchzuführen. Ja, vielen Dank. Also über Toolchains werden wir gleich nochmal reden, in einer Viertelstunde, in der gemeinsamen Diskussion, was es denn da für verschiedene Methoden gibt. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt wird Eva Sallmeier uns noch was zeigen. Hallo Eva. Hi. Und Eva war auch Fellow im Fellow-Programm Freies Wissen und kennt sich inzwischen schon ziemlich gut mit Wikidata aus. Ja, angesichts der Zeit, sag ich mal, fang doch direkt einfach an. Genau. So. Läuft das? Ich hoffe, der richtige, kannst du mir mal akustisch sagen, dass ja, der richtige passt. Screen hier gezeigt wird? Alles okay, wunderbar. Auf Vollbild solltest du das noch machen. Ich kann das gerade nicht mehr, weil ich jetzt gerade diesen Überblick nicht mehr habe. Ich lasse es jetzt aber auch so. Vielleicht kannst du das kurz machen. Das wäre nett. Ich stelle jetzt noch eine dritte Möglichkeit vor. Wir haben ja schon zwei gesehen, um die dann gleich ein bisschen gegeneinander diskutieren zu können. Ich habe Jakob in einem Fellowship kennengelernt und Jens auch und bin darüber eigentlich auch zu Wikidata gekommen. Ich habe das mit einem Bot gemacht, Informationen einzuspeisen nach Wikidata. Wie das dazu gekommen ist, erkläre ich kurz. Also ich habe das zuerst genutzt, Wikidata, und dann eben versucht, dann auch anzureichern. Dann erzähle ich, wie wir die Daten vorbereitet haben für den Ingest und dann die Arbeitsweise von unserem Bot, der heißt OrgBot, und dann gebe ich ein kurzes Fazit zu diesem Bot-Ansatz. Ja, ich muss euch nicht erzählen, was Wikidata ist, aber ich möchte nochmal hinweisen auf diese doch sehr beeindruckende Zahlen, also etwa ein Drittel der Datensätze, der Items, die enthalten sind, sind wissenschaftliche Artikel. Nur 9% knapp sind Menschen der Items, die vorhanden sind. Und das sind eben nicht Wissenschaftler oder Autorinnen, was ja für uns interessant ist und spannend ist, sondern das sind auch Politiker, SchauspielerInnen und so weiter. Also schon ein gewisses Missverhältnis. Und da möchte ich nochmal auf die tolle Session zu Author-Items hinweisen. Am Montag lief die, unten steht ja auch nochmal die Adresse bei YouTube, wo ihr die nochmal anschauen könnt, wenn ihr wollt, von dem Simon Kopp. Der hat da mal ausgerechnet, wie viel Prozent der Items von Autoren eigentlich mit welchen Informationen verknüpft sind. Das war sehr interessant, fand ich. Und dann auf der rechten Seite sieht man, dass sehr viele Items von denen, also das ist die fortlaufende Zahl der QIDs, die angelegt worden sind, wie wenig Informationen die eigentlich haben. Also für das letzte Viertel, da hat er errechnet, dass das 1,5 Statements für einen Autor sind. Und das ist natürlich schon eigentlich sehr wenig.
Das führt uns auch schon ein bisschen zu dem Problem. Und zwar ist das aufgekommen im Rahmen von einem Forschungsprojekt, in dem ich angestellt bin bei der ZBMed, wo wir zusammen mit der Uni Kiel und der ZBW Kiel Netzwerke modellieren von Publikationsdumps. Und da hatten wir uns entschieden, dass wir mehr Informationen hineinbringen wollen, um besser zu verstehen, wie WissenschaftlerInnen agieren. Wenn wir da so Kollaborationsnetzwerke erstellen, sind das ja immer auch Menschen, die irgendwo angestellt sind und darüber vielleicht jemanden kennenlernen, dass man da noch ein bisschen mehr Informationen kriegt. Und deswegen wollten wir mehr Informationen haben zu den Journals, zu den Menschen und auch zu den Organisationen, wo die angestellt sind, also deren Unis oder Forschungseinrichtungen. Wir haben das über die Wikidata API, also über Wikidata versucht anzureichern, über die API, also haben Sparkle-Abfragen gestellt und dann die Infos eingespeist und da hatten wir echt eine schlechte Abdeckung. Also für den größeren Dump, den wir hatten, waren das sogar unter 5% und dann für den Dump zu Covid-19, also was Aktuelleres, da haben wir eben unter 13% gehabt, aber eben immer recht schlecht. Und die Gründe sehen wir darin einerseits in einer halbwegs unstabilen Performance der API. Ich habe jetzt gelesen, dass es da andere, also dass andere Leute da auch Probleme haben. Also das heißt, man gibt einen, eine Anzahl an Daten rein, die man anreichern möchte, wo man auch zulässt, dass da rauskommt, haben wir kein Ergebnis und am Ende kommen halt einfach wirklich weitaus weniger Daten raus. Also der Datensatz schrumpft einfach in sich zusammen. Das war zumindest unsere Erfahrung. Wir glauben, dass es noch weitere Probleme gibt, warum wir mit so einem schlechten Ergebnis rauskamen. Also es gibt zu wenige Publikations-Items, eben weil wir zum Beispiel auch alte Paper in unseren Dumps haben. Und dann eben haben wir gerade schon drüber gesprochen, eventuell auch zu wenige Autorinnen-Items. Und dann gibt es auch wenige Relationen zwischen diesen Publikationen und den Autoren. Also das heißt, wir harvesten ja die Identifikatoren von den Papern, die wir haben, also zum Beispiel eine DOI, und dann müssten wir, weiß nicht, ob man meine Maus jetzt sieht, also über die Publikation, dann über diese, über die Verknüpfung, über P50, also hat ein Autor. Kann ich dich mal kurz unterbrechen? Du, ja. Man sieht immer nur die Startfolie bei dir, du nicht die weiteren Slides, ja. Das ist sehr problematisch. So, das war. Ich bin jetzt hier. Nee, immer nur. Also auf deinem Bildschirm, das Fenster, das du freigegeben hast, sieht man nur die Start. Oder das. Dann mache ich es jetzt einfach hier. Das ist. Also man sieht dieses hier. Ja, jetzt sehe ich deine Maus. Ja, genau. Jetzt sehe ich, dass du dich bewegst. Und das. Genau, dann. Okay, das ist blöd, aber. Genau. Artikel, 9% Menschen. Ich hatte erzählt hier von dem Simon Kopp, dass er hier die Properties ausgerechnet hat und hier auf der Folie sieht man das letzte Drittel mit nur 1,5 Statements für Autoren, was wenig ist. Hier unten müsstet ihr genau hoffentlich jetzt auch noch die Adresse sehen. Das ist unser Forschungsprojekt hier mit dem Knowledge Graph, den wir anreichern wollen mit mehr Abfragen, mit mehr Informationen. Und hier sehen wir jetzt nochmal das, worüber ich gerade gesprochen habe. Also wir haben hier einen Literaturdatensatz und wollen über die DOI dann über P50 zu den Autoren kommen, um dann zum Beispiel die Affiliation abzufragen. So ist der Weg, den wir uns da ausgedacht hatten. Und die Probleme sind eben, wie gesagt, die Performance der API und dann eben zu wenige Relationen. Da sehen wir das Hauptproblem. Okay, dann haben wir uns mit ORCID beschäftigt, um darüber diese Probleme zu lösen. Also ORCID ist wahrscheinlich auch sehr vielen bekannt, persistenter digitaler Identifikator für Wissenschaftlerinnen und Beitragende zum wissenschaftlichen Projekten. Und da kann man selber Publikationen, aber auch Infos zur wissenschaftlichen Biografie, also zum Arbeitgeber, zu Drittmitteln, die man eingeworben hat, etc., einspeisen. Und wir denken, dass das eine sehr gute Datenqualität ist, weil die Menschen das eben selber machen. Das Ganze steht unter CC0-Lizenz, also man kann auch Daten nicht öffentlich machen, aber die öffentlich als öffentlich eingetragen werden, stehen unter CC0-Lizenz. Und aktuell sind das eben 9,8 Millionen Wissenschaftlerinnen, die eine ORCID haben, stand vor 4 Tagen.
Und ja, über 62 oder fast 63 Millionen eigene Werke werden hier angegeben und sind dann eben direkt auch zugeordnet. Also das Matching hier wird quasi mitgeliefert, was wir brauchen. Genau, wir könnten Orchid nutzen, um eben noch mehr Items für Publikationen, für Autoren anzustrengen und die zu erstellen. Aber wir haben dann auch in Absprache mit der Community, um eben zu vermeiden, dass noch mehr Autoren oder noch mehr Items erstellt werden, wo dann nur eine Relation oder eine Information, ein Statement dazu gebracht wird, haben wir uns entschieden, eben nur das Matching durchzuführen für die Items, die schon existieren in Wikidata, also sowohl Publikationen als auch Autoren, und dann eben diese PIR50-Kategorie erstmal einzuführen, um die bestehenden Daten da zu verbessern. Wir haben die Daten so vorbereitet, dass wir erstmal aus Orchid geharvestet haben, also möglichst viele Identifier. Das ist die PubMed-ID von der NLM, also lebenswissenschaftliche Daten, eine lebenswissenschaftliche wichtige Datenbank, PubMed Central, die DOI, also ein Digital Object Identifier, das ist Scopus, Deutsche Nationalbibliothek, und das Web of Science wird zurzeit noch nicht unterstützt. Und dann haben wir wieder über die API abgefragt, ob diese Publikationen bereits in Wikidata gelistet sind, haben die Publikationen QID zugefügt, dann geschaut, welche Autoren eingetragen sind für diese Publikationen, und das dann alles zusammengefügt. In einem zweiten Schritt haben wir das dann für sämtliche WissenschaftlerInnen gemacht, die wir in Orchid gefunden haben, haben geschaut, ob die bereits eine QID bei Wikidata haben, ob die da vorkommen. Und dann konnten wir, und jetzt kommen wir endlich zum Bot, was ich eigentlich erzählen will, konnten wir beide Datensätze miteinander kombinieren und anhand der Orchid-ID, die ja bei beiden vorhanden ist, die dann kombinieren und dann eben vergleichen, ist der, erstens ist die Person, die hier eine Publikation angegeben hat als ihre eigene, hat die schon ein Item, und ist die auch eingetragen bei diesem Item? Und das ist sehr häufig auch nicht der Fall. Und genau, also wenn wir das eben herausgefunden haben über diesen Abgleich, dass sie noch nicht eingetragen ist und das eben als P50, also als Autor, nicht als String, dann haben wir so einen JSON-Template erstellt, und dieses dann auch hat der Bot dann direkt mit dem Wikidata CLI-Tool direkt hochgeladen. Also das ist jetzt hier so der Command, den man da in der im Terminal einfach abgibt. Das Ergebnis war folgendermaßen: Wir haben das jetzt für den Datensatz aus 2019 gemacht. Da haben wir 950.000 Autor-Publikationen-Paare überprüft. Wie gesagt, das ist zusammengeschmolzen wegen der API. 700, über 790.000 Autorinnen haben noch vielleicht kein Wikidata-Item. 47.000 Autoren-Publikationen-Paare sind korrekt angeführt, von denen, die wir da checken konnten. Und wir haben etwas mehr als 12.000 Autorinnen eintragen können zu ihren Publikationen. Also immerhin dazu beitragen können, dass mehr als 12.000 Items qualitativ verbessert wurden. Genau. Also wie gesagt, wir haben so ein bisschen Probleme mit der API gehabt. Wenn die stabilere Ergebnisse liefern würde oder einfach mehr ausspucken würde, dann könnte man das noch massiv ausweiten, auch dieses Verfahren. Jetzt komme ich so ein bisschen zum Fazit. Wir müssen es ja auch sputen. Genau, also man kann sehr große Datensätze damit abwickeln. Ich glaube, es wäre gleich, was wir diskutieren können. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass wie viele Sachen die anderen da so einspielen auf einmal. Es ist automatisch dann auch abwickelbar. Also man kann den Bot dann auch einfach die Nacht über schuften lassen und zugucken. Und was ich auch gut finde, ist tatsächlich die Kommunikation mit der Community, die uns eben dazu geführt hat, dass wir jetzt nicht nochmal ganz viele neue Datensätze von einfach von Leuten, die in Orchid drin sind, anlegen, sondern dass wir uns jetzt wirklich erstmal auf dieses Kuratieren, auf die Verbesserung der vorhandenen, der bestehenden Daten da konzentriert haben. Genau, Schwächen sind, dass man den Bot eben programmieren muss. Also es ist ein bisschen höherschwellig als, ich denke, Quick Statements.
Und man muss diesen Bot eben auch beantragen und dann auch diskutieren mit der Community, und das dauert. Und es ist auch doof, muss ich sagen, wenn man sich was Schönes ausgedacht hat, denkt man, und dann kommen doch sinnvolle Gegenargumente, und dann muss man doch nicht sich nochmal einen Monat dran setzen oder da rumprobieren und noch Arbeit reinstecken. Das kann auch nerven. Aber es ist, führt zu einem besseren Ergebnis auf jeden Fall. Genau. Wie geht's weiter? Ist vielleicht was, was wir jetzt an dieser Stelle gar nicht unbedingt so diskutieren müssen. Genau, also wir könnten noch weitaus mehr Infos da reinbringen, um die Daten zu verbessern. Hier unten habe ich jetzt mal so ein JSON-Template mit dem Command, um so ein, hier aus Wikidata CLI, um so ein, das dann anzulegen, gepostet. Und jetzt kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen. Also nächste Woche spreche ich nochmal bei einem Wikidata-Workshop. Und dann, ich befürchte, dass da nicht jeder teilnehmen darf bei dem Wikidata Workshop, aber bei der SWIP dürfen, glaube ich, alle einfach so digital teilnehmen. Die ist eine ganze Woche lang. Ich spreche da, glaube ich, am letzten oder vorletzten Tag, am 26. Genau, da könntet ihr das dann nochmal etwas intensiver sehen. So, das war's. So, raus und bin wieder da. Danke sehr. Ja, jetzt alle wieder da. So. Ja, das war ja sehr schön. Also ich dachte gerade, wir hatten gestern schon Philipp Zumstein mit Zootcut und Jens hat so an einzelnen Datensätzen gezeigt, die in Wikidata reinkommen und verknüpft werden. Dann Christian, wie das mit mehreren ist, also mal ein paar Dutzend gleich, und Eva dann in Richtung Big Data gleich die Tausende. Und natürlich je nach Menge kann man unterscheiden, welches Tool da am besten ist für den Datenimport, aber es gibt auch andere Kriterien, nach denen man da unterscheiden könnte, und da wollten wir uns jetzt mal noch ein bisschen unterhalten. Wir können auch ins Etherpad noch mal reingucken, was für Fragen waren. Möchte jemand anfangen? Also ich finde es spannend, wenn wir da wirklich die Stärken und Schwächen nochmal rausarbeiten würden, weil das auch wie eine Handreichung sein kann ja für andere Menschen, die sich dafür interessieren, wie sie die Daten da reinkriegen. Wir hatten da in diesem Fellowship eben auch, das ist ja jetzt schon ein paar Mal vorkam, da mit ein paar Leuten auch ähnliche Probleme, die dann auch gefragt haben, ja, was nehme ich denn jetzt, Quick Statements, wieso nimmst du den Bot? Genau, also dass man das vielleicht nochmal einfach auflistet, das könnte ich mir vorstellen, dass das Menschen hilft. Ja, du hattest ja schon Stärken und Schwächen genannt mit dem Bot, ne? Also, wobei, da gibt es natürlich auch noch unterschiedlich, wie der programmiert ist, also in Frameworks, in Java, Script, in Python und so, aber das Prozedere ist immer, man muss ein bisschen was programmieren. Ne? Dann, Christian, könntest du kurz mal zusammenfassen, so wenn mit deinem Tool, mit deiner Toolchain, was da so die Stärken und Schwächen sind aus deiner Sicht? Ich meine, die Schwäche ist wahrscheinlich ganz klar, dass man sich oft erwartet, die Dinge gehen auf Mausklick sozusagen. Ich habe eine Schnittstelle, dann nehme ich mal die Adresse, Klick, Start und über Nacht und dann ist alles fertig. Das geht natürlich in einer gewissen Art und Weise, aber wenn man sozusagen gute Metadaten haben möchte, dann ist irgendwie die Nachbearbeitung oft irgendwie nicht unumgänglich. Ja? Würden zum Beispiel die OJS-OAI-Schnittstelle strukturierte Felder für Heftnummer und Bandnummer haben, dann wäre es noch viel einfacher, weil das ist was für die formalen Grundangaben, die uns die Schnittstelle nicht gescheit liefert. Das tut sie einfach nicht. Keine Ahnung warum. Muss man das in OJS irgendwie konfigurieren? Keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Aber ich habe noch keine Zeitschrift gefunden, die das kann. Dann wäre das zum Beispiel möglich. Sozusagen meine Stärke dieser Toolchain wäre, man hat mit OpenRefine, eben mit OpenRefine, aber auch mit dem Notebook vorher die Möglichkeit hier, man hat die Daten nochmal in der Hand. Ja? Man kann noch einmal kuratieren, man kann eben kuratieren. Ja? Die Autorinnen zu verlinken mit Wikidata geht beispielsweise über die ID einfach, OrgID, das ist ganz klar, da können wir uns quasi drauf verlassen, aber es gibt viele Autorinnen ohne OrgID in Wikidata oder ohne OrgID im OAI-Datensatz. Ja? Die kann ich aber dann manuell quasi verlinken noch. Das würde irgendwie verloren gehen, wenn ich das nur dem Bot machen lasse,
dann haben wir oft dann zu viele Ergebnisse und dann wird er nicht matchen, ja, dann wird es verloren gehen, wird wieder nur ein String übertragen werden. Schöpft man nicht die Möglichkeiten aus, die Wikidata bietet. Ja. Das heißt, es bleibt irgendwie noch viel Arbeit bei meiner Toolchain, manuelle Arbeit, unstrittig. Aber ich glaube, dass diese Metadaten, die da erzeugt werden, aber irgendwie das auch wert sind, die Arbeit reinzustecken. Ja. Was ich jetzt gemerkt habe bei den Fragen, war irgendwie also, ja, darf man das quasi überhaupt, diese Massen an Datensätze reinzuschaufeln? Ich finde, das ist etwas ganz Spannendes, dass sozusagen diese, in den Wikidata ist irgendwie diese, dieser Brauch quasi übernommen worden, der Bot muss beantragt werden, muss diskutiert werden. Und wenn der Bot aber dann nur, ich sage jetzt nur, wie viele, was waren das bei euch? 12.000 oder 20.000 Org-IDs, die angereichert werden? Ich sage jetzt nur, nicht? Dann muss das diesen ganzen Prozess durchlaufen, der gut ist. Ja? Aber mit, so einem, mit den Tools wie Quick-Statements, die sich quasi jeder zweite Wikidata-Editor eigentlich bedient, ist das völlig rundherum ausgehebelt worden mittlerweile. Nicht? Weil ich kann mit Quick-Statements 100.000 Edits durchführen in rascher Zeit und muss niemanden, ja, quasi um Einwilligung bitten oder von meinem Projekt erzählen. Ja? Das ist eigentlich, eigentlich ist das schlecht. Ja? Aber so hat sich quasi in Wikidata irgendwie der Brauch entwickelt. Nicht? Das ist ja quasi ein Ungleichgewicht, das da entstanden ist, das man womöglicherweise ändern kann. Ich glaube, die Wikidata-Admins kommen eh in einer gewissen Art und Weise nicht mehr nach, zu schauen, was hier alles reingeschaufelt wird und ist das alles gescheit oder nicht, auch wenn sie es probieren mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, zeitlich und sonstigen Ressourcen, die das bedienen. Ne? Die das bedienen. Ja. Ja, ich, also, kann, wenn ich da gleich was zu sagen kann, es geht auch ein bisschen um Transparenz mit dem Bot-Flag, dass man halt auch sagen kann, okay, Bots möchte ich ausblenden oder dem Bot vertraue ich, dann muss ich die Bearbeitung gar nicht mehr angucken. Das geht natürlich auch mit normalen Accounts, aber so, ja, es hat halt ein bisschen mehr Struktur. Ansonsten empfehle ich immer, wenn eine größere Menge von Daten abgeglichen werden soll, auch in Wikidata eine Seite dazu zu machen. Jetzt kurz mal für Menschen, schreiben hier, wir wollen mit dem Account die und die Daten, das und das passiert da, dass andere das besser nachvollziehen können. Genau, oder der Project Chat ist auch irgendwie ganz eine gute Anlaufstelle, wo man so Sachen machen kann. Also das passt da ganz gut, wo so kleine, was ich sage jetzt kleinere Projekte, wenn es um 20.000, 30.000 Datensätze geht, das sage ich, ich spreche jetzt irgendwie von kleineren Projekten, dann passt es doch auch ganz gut rein. Und man findet nämlich letzten Endes auch irgendwie Mitstreiterinnen eventuell, nicht? Die irgendwie nur Wissen oder Ressourcen einbringen können. Das hat ganz gut geklappt. Ein Beispiel war jetzt dafür das biografische Lexikon des Kaisertums Österreichs, das seit vielen Jahren in der deutschsprachigen Wikisource in Volltext erschlossen worden ist. Und das wurde so in so einer Aktion eigentlich gemeinsam jetzt noch Wikidata transferiert. Nicht? Das sind 30.000 biografische Lemmata, die hier wirklich sehr schön strukturiert modelliert wurden. Und das ist durch so eine Project-Chat-Geschichte irgendwie gestartet, dass da jemand das aufgeworfen hat, hier wäre es. Und ich habe quasi unsere Datenlaube-Skripts, die hier Wikisource nach Wikidata verlinken, in Stellung gebracht und da haben wir agiert und da wurde sehr viel gearbeitet. Ja. Genau. Also aber auch das braucht viel Zeit, ganz klar, um diese Dinge irgendwie zu screenen oder zu schauen, was tut sie im Project Chat oder was tut sie in diesen ganzen Kommunikationskanälen, die es hier rundherum gibt, wo solche Dinge irgendwie angesprochen werden. Da verpasst man auch viel. Aber man macht ja auch andere Dinge gern. Ja. Jens, wie hattet ihr eigentlich mit der Datenlaube angefangen? War das erstmal nur per Hand über die normale Oberfläche Daten eintragen und dann irgendwann, oh, das skaliert nicht, wir brauchen da ein Bot-Tool, irgendwas? Ja und nein. Also das ging genau so los mit einem Industriealbum, Album der sächsischen Industrie. Da hat, wenn ich mich richtig erinnere, Christian, glaube ich, auf Twitter gesehen, dass ich da irgendwie einen Artikel Metadatum nach dem anderen raushaue und die Bilder sind ja schöne Vorschaubilder. Und als ich mit dem ersten Band durch war, hat Christian sich irgendwie gemeldet und hat gesagt, das geht schneller. Und den ersten Band habe ich irgendwie noch eine Woche gebraucht per Hand und der zweite Band war dann am nächsten Tag fertig und ich musste nur noch die Bilder ergänzen.
Und dann kam irgendwann die Reihe der merkwürdigen Bäume in der Gartenlaube, wo er mir geholfen hat. Und dann wuchsen sich so diese zwei Projektchen, Ansätze. Irgendwann hat Christian dann gesagt, hier, wir haben hier so einen Honigpott gefunden. Und dann haben wir da quasi das große Rad gedreht. Und letztlich muss man auch sagen, behaupten wir immer, dass die Datenlaube letztlich auch nur ein Prototyp ist, weil sinnvoll wäre es natürlich, wenn die komplette Wikisource, also alles mit Wikidata erschlossen wäre eines Tages. Das ist jetzt nicht unser Hobby, aber das ist natürlich sinnvollerweise der Horizont, der irgendwann auch mal wichtig wäre. Aber wir machen es jetzt erstmal mit der Gartenlaube vor. Ja, das bestätigt wieder meine Wikimedia-Erfahrung. Es lohnt sich einfach mal anzufangen und dann über kurz oder lang gibt es Mitstreiter oder tun sich weitere Möglichkeiten auf. Weil die Alternative wäre zu sagen, wo das ideale Werkzeug zum Datenimport, wie muss es aussehen, jetzt warten wir mal, bis das entwickelt ist und dann können wir anfangen. So läuft es halt in der Community hier nicht. Ja, es macht mehr Sinn, erstmal zu schauen und dann da, wo der Schuh drückt, da dann anzusetzen. Trotzdem, und die Alternative jetzt, wenn wir die Tools durchgehen, ist halt, dass die einfachste Form ist so das normale Editor-Interface von Wikidata und das per Hand dort einzutragen. Wenn wir das mit an unsere Liste aufnehmen und die Stärke ist halt super flexibel, das Einfachste. Die Schwäche ist, es dauert. Ne? Ja, man braucht ein bisschen länger als Christian. Wollen wir nochmal zu den Fragen gehen, was im Ether-Chat gesammelt ist? Da. Ja. So. An Christian, deine ganzen Tools, wo findet man die denn? Genau. Es gibt ein GitLab-Repository, wo das Python-Skript drinnen liegt in der aktuellsten Variante. Und OpenRefine, ja, ist OpenRefine. Da wäre es vielleicht ganz nett, wenn ich mal die Motivation dazu finde, diese Schritte, die hier quasi, die so standardisiert passieren, mit diesem Ding auch zu dokumentieren, um das irgendwie leichter nachstellbar zu machen. Aber an und für sich quasi ist das eine freie Bearbeitung in OpenRefine. Also, genau. Ich habe den Link schon ins Etherpad gepostet zu den GitLab. Ja, dann eine Frage, wie lässt sich das Themennetzwerk der Datenlaube übersichtlich durchbrowsen? Also Jens, was du gezeigt hast, das mit dem Sparkle-Endpunkt, da ist ja schöne Visualisierung, aber am Ende ist es oft ein bisschen Kuddelmuddel. Also ich denke, ideal wäre so ein Port, was man im Bibliotheksbereich ein Portal nennt, das Datenlaube-Portal und dort mit Volltextsuche und Filtering und sowas. Brauchen wir sowas oder... Sagen wir, Wikidata bietet das in den generischen Weg für alle möglichen Daten. Das reicht erstmal. Ich möchte das gern beantworten. Ich habe, als ich im Baltikum rumgelaufen bin im Januar, habe ich mir von Christian so eine Datenlaube-Suchmaschine gewünscht. Also quasi eine Maschine, die aufsetzt auf den Daten, die da sind, aber irgendeine Mischung. Also ich bin ja immer nur Laie. Ich wünsche mir dann was und eine Mischung aus strukturierte Datenabfrage mit Kombination Volltextsuche. Also ich glaube, wenn da jemand mal Lust und Zeit hätte in dem nächsten, wie auch immer genannten Lockdown, so eine Datenlaube-Suchmaschine, auch gern hübsch gestaltet, ne, am Ende des Tages, wünsche ich mir von Christian schon lange. Aber ich kann natürlich niemanden zwingen. Aber bestimmt kommt irgendwann mal jemand und macht das. Christian hat noch viele andere Aufgaben. Ja, also die Daten stehen frei, ist alles dokumentiert, Schnittstellen, das ist das Schöne. Da kann gerne sich jemand versuchen, das noch aufzuhübschen. So, was haben wir noch? So, die Frage mit der Disambiguierung, ich glaube, dass ob die Themen, ob man das auch mit in OpenRefine disambiguieren kann, aber das hattest du genannt. Mhm. Ich denke nur, dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, also weil da gibt es ja keine ID für Themen, wenn der nicht gerade mit GND erschlossen ist. Genau. Das ist
quasi viel Arbeit oder unter Umständen auch nicht so super dann in dem Ergebnis, das rauskommt, ganz klar. Ja. Wie das halt so ist mit so freien Schlagwörtern. Genau. Aber die Sprache ist kein Problem, nicht? Weil ja da das OpenRefine Wikidata Reconciliation Service lässt sich auf eine der allen hinterlegten Sprachen in Wikidata gezielt richten und dadurch ist das kein Problem. Also jetzt meine Strings sind alle Deutsch, dann schaue ich nur auf Deutsch nach in Wikidata. Genau. Jo. Gut, also von der geplanten Stunde sind wir jetzt durch. Ich sehe jetzt auch von den Fragen da, die aufgekommen sind, jetzt keine wesentlich, die wir vergessen haben. Wir können das natürlich noch sehr vertiefen, aber diese Session sollte erstmal so als Einblick dienen, ne, was alles schon gemacht wird und hoffentlich das Interesse wecken, selber mal auszuprobieren. Ansonsten, ich denke, ich spreche für alle. Wir sind gerne für Fragen offen, wenn jemand sich mit uns in Verbindung setzt, das mal zu zeigen oder eine Einschätzung zu geben, Projektideen und so weiter. Da ist noch viel möglich. Man kann uns googeln, man findet uns im Internet. Okay. Gut, dann würde ich nämlich jetzt pünktlich Schluss machen, weil die nächste Session, die ist zwar auf Englisch, aber ist auch im Bereich der von Bibliotheken und Wikidata Zusammenarbeit. Dazu lade ich herzlich ein. Ansonsten ist ja auch alles aufgezeichnet, wird hinterher auch bei Comments hochgeladen oder bei YouTube. Also, vielen Dank. Danke, bis bald. Dankeschön. Bis bald, wir sehen uns auf jeden Fall und tschüss. Bleiben Sie dran. Ciao. Tschüss.